Oh, das ist wohl der Datenkern. Ja, es heißt ja auch Core. Hm, piep, piep, piep. Die Pommes sind gut. Ah, nö, bei McDoof, die machen ja piep, piep, piep. Ob's gar große Fans von Pommes wären? Nee, also die sehen mir eigentlich eher wie Fleischfresser aus, ne? Und wenn sie einfach so die Zunge rausschnellen lassen, weil irgendwas Fliegenähnliches vorbeikommt. Ah, da gibt's ja auch noch ein bisschen Muni, die hole ich mir. Das kommt mit. Okay. Und wo ist bitte nun der Weg, der weiterführt? Hm. Also ich höre noch einen da so ein paar Beschwerdegeräusche machen. Aber das soll sich eine Nummer ziehen. Hm, der könnte über mir sein, der könnte unter mir sein. Oder auch hinter irgendeiner Wand, ne? Ach ja, die gefährlichen Jungs. Und ich hoffe, es hat wenigstens einen... Jawohl, einen hat's erwischt. Da ist es Schappi rumgeflogen. Da freut sich dein Hundi bestimmt daheim. Endlich mal wieder mundgerechte Häppchen. Aus 100% biologischer Dummechse. Vom Andromeda. Okay. Bringt mir das jetzt was, dass ich hier diesen Raum freigeräumt... Ich habe ihn noch gar nicht freigeräumt. Ja, aber wird mir das was bringen, wenn der letzte Scar hier drin erledigt ist? Aha. Also wir sind ein kleiner Widerpost. So. Ein Stinger. Eine Stinkerwaffe. Tja, jetzt bin ich einmal im Kreis gegangen, würde ich sagen. Okay, das fährt sich nicht mehr runter. Also muss ja der Logik nach der Weg weiter hier irgendwo sein. Auf diesem Stockwerk, ja. Da wackelt er wieder. Oh, wo kommst du denn jetzt, hä? Komm zurück! Alter! Will der mich in eine Falle locken? Ich weiß es nicht. Ja, zweiter Feuermodus, voll in deine Echsenfresse. Da ist irgendwo noch eins. Noch einer. Ah. Mist, die Barriere steht immer noch. Ich hätte mir ja gern die Sachen da drin gegönnt. Aha. Ich hasse es, wenn sie sich hinter ihrem Schild verstecken. Das wäre jetzt so cool Rambo-mäßig gekommen, einfach da durchzulaufen, ne? Und bang und voller Bullet Holes, ne? Zerfetzte Echse. Gut, jetzt habe ich aber ein paar Scare erledigt. Scare, Scar. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, wie ich es aussprechen soll. Und es scheint sich hier aber trotzdem nicht viel geändert zu haben, außer dass die jetzt hier rumrennen, ja. Ach, scheiße, wo kommen die jetzt überall her? Ich komme mir jetzt ein bisschen vor wie der Gejagte und das ist als nicht so ein gutes Gefühl. Aber eigentlich bei AVP Classic ist es viel schlimmer, weil so als Marine und dann Alien und die kommen ja immer wieder und die können einen mit ein paar Schlägen K.O. machen. In dem Spiel hat man sich wirklich extrem gejagt gefühlt. Ja, hm. Wenn ich diese Datenbahnen zerschießen könnte, keine Ahnung, dann müsste ja irgendwas passieren, aber es geht nicht. Hm. Das Kraftfeld steht immer noch. Vielleicht sollte ich irgendwie so ein Terminal von denen hacken. Vielleicht. Ah, da, natürlich. Die Tür war vorhin geschlossen, jetzt ist sie offen. Naja, aber vielleicht. Ich hatte eben noch die Idee, man könnte vielleicht ein Terminal mit dem ConCon-Bug hacken. Ja, der ist uralt, ich weiß. Windows 95, Windows 98. In mancher Forensoftware war er auch drin. Wenn man auf Ausführen geklickt hat, /con/con, also mit C geschrieben. Dann schmierte der Computer in absehbarer Zeit ab. Ja, er war ein ziemlich böser Bug, aber wurde irgendwann mit irgendeinem Service Pack wurde das mal gefixt. Mist, jetzt habe ich euch darüber berichtet. Naja, ist ja kein Geheimnis. Kann man eigentlich heutzutage auch nicht mehr groß missbrauchen. Aber das war damals lustig. Hat ein Freund zu mir gesagt, ja, gib das mal ein, ne? Und ich dann so, ja, okay, klar, probier mal aus, ne? Und dann schwupp, 2-3 Minuten hat es gedauert, dann haben sich die Bluescreens gehäuft. Ja, und dann musste ich halt mal rebooten. Und als ich dann wieder online war, das hat ja damals auch noch ein bisschen gedauert. Na, dann so, haha, hat wohl geklappt. Ja. Aber war ein harmloser Scherz, geht ja nichts dabei kaputt. Außer man macht vielleicht im Hintergrund gerade eine
eine ungesicherte Partitionierung oder Defragmentierung oder sonst irgendwas, dann sollte man das natürlich nicht ausprobieren. Oder eine große Datenverschiebung, Scandisk, Jackdisk, was auch immer. So. Ja, ich dachte, den Schwank erzähle ich jetzt einfach mal. Und? Notenergieversorgung, Zutritt verweigert. Gut, da müssen wir rein, weil wir müssen denen wohl, glaube ich, die ganze Energie abdrehen. Weil dann die Kraftfelder so ausgehen und so weiter, ne? Da können sie aus jeder Richtung kommen, das gefällt mir nicht. Aber es ist ruhig hier. Und geht die Tür auf, wir sind gespannt. Primäre Energieversorgung, Zutritt verweigert. Ja, klar. Hier auch? Ja, Sicherheitszentrale. Da können wir bestimmt auch Kraftfelder ausschalten. Komm nicht da hoch. Ich glaube, das reicht nicht, aber nee. Das war ein Versuch wert. Na, dann werde ich da jetzt wohl wieder hochmarschieren müssen. Ich hätte speichern sollen davor. Aber ich wollte ja auch nicht wie ein Wiener jetzt ewig hier rumspeichern. Das mache ich schon oft genug. So. Da geht's runter in die Gewölben. Ja, der Bunny-Mode ist wieder aktiviert. Hier ist der Anhebfahrstuhl-Dingens. So. Was macht dieser Schalter? Ist denn nur für einen Fahrstuhl hier? Was war das? Die Grafik hat eben total geflickert. Flicker gab's doch damals noch gar nicht, als das Spiel rausgekommen ist. So, dieses Terminal macht doch bestimmt was. Hinterhalt? Nein? Was tut es? Ah, Sicherheitszentrale ist jetzt offen. Okay. Da müssen wir dann gleich mal rein. Irgendeine dieser Türen war das. Die hier? Nö. Ist die automatisch aufgegangen? Oder? Ich weiß gerade nicht, in welcher Richtung das war. Ich habe gerade eben geguckt. Hätte ich jetzt hier noch Sprungstiefel gehabt? Das wäre toll gewesen. Okay, das ist die Sicherheitszentrale nicht. War also wirklich das da oben. Ich hätte oben bleiben sollen. Ja, also da könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, du Hohlblock, warum bist du da runtergehüpft? Ja, das Energiepaket hat halt nochmal so gelockt. Ozzlepi wollte haben, aber Ozzlepi hat nicht. Nein, schade. Tü-tü-tü, langsam wird mir von dem Geräusch ein bisschen dumm im Kopf. Ich glaube, ich habe schon Kopfschmerzen, ich muss demnächst mal eine Pause machen. Welche Tür ist das verdammt nochmal? Bist du es? Nein, ne? Natürlich nicht. Warum denn auch? Bist du es? Ach, wie gemein! Wie gemein! Da locken sie einen dann auch noch drauf zu und dann kommt da einmal die Sau neben raus. Diese Echsensau, das Schweinchen. Ich bin's gar xenophob. Muss man das therapieren oder geht das in Ordnung? Die sind ja nicht besonders freundlich. Das fällt doch unter Notwehr, oder? Na, also, ich habe ihn zu Tode genotwehrt. Ach, nee. Aber das sieht einfacher aus wie das andere. Ich speichere trotzdem zuvor. Ja, das fährt nur vor und zurück. Da kann ich einfach vorbeischleichen, ne? Wie der coole Kerl, der ich bin. Da muss ich aber drüber... Wie soll denn das gut gehen hier an dieser Stelle? Ich glaube, ich sag gleich, dass mit dem Schildgürtel lasse ich sein. Ich bin durchgekommen, aber dann... Falscher Speicherstand. Dann hat mich aber der nächste Laserbalken erwischt. Also die ersten zwei sind ja total easy. Hä? Hängt da jetzt auf einer anderen Höhe? Dann kann ich ja jetzt drunter durchkrabbeln, oder nicht? Tatsächlich. Oh, das ist ja jetzt einfach. Ja, komm, und da springen wir doch einfach drüber, oder? Und dann sind wir etwas mehr an Gesundheit reicher und auch Flakmuni und Schildgürtel vor allem. So, speichern. Ich gehe trotzdem auf Nummer sicher hier. Jetzt bewegt sich's wieder anders, kann das sein? Jetzt ist das zu niedrig, aber man konnte drüber springen, okay. Und da gehe ich drunter durch. So, perfekt. Aber das Speichern sollte ich nicht vergessen. So.
Und weiter geht's. Bald muss das Schiff uns gehören. Was war das für ein toller Schalter? Naja, irgendwo hier wird's ja weitergehen. Oh, super, super, super. Super, ja. Okay. Hier drüben, warte, ah, natürlich. Das Empfangskomitee lässt sich nicht lumpen, aber verklumpen. Moa, noch einer. Der hat eine Stinger, Oh, der hat eine Stinger. Scheiße, dann ist irgendwo noch einer. Ihr Drecksäue. Ihr grün lackierten Homunkuloiden. Und was hat's euch gebracht, dass ihr so toll prächtig grün seid? Nichts. Sicherheitswarnung an alle Kriegsmeister. Begeben Sie sich auf Ihre Posten am Core Generator, um seinen Schutz zu gewährleisten, okay? Achtung, bewaffneter Eindringling entdeckt. Alle Zugänge zur Quelle und zur primären Energieversorgung sichern. Eindringlinge am Zugang zum Core zu hindern, ist unbedingt notwendig. Okay, Core ist also der Kern, der Generator, würde ich sagen. Die Sicherheit vom Core Generator muss gewährleistet werden. Zugangstore sind verriegelt, okay. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Naja, meine grünen Luchi-Freunde werden es mich wissen lassen. Na? Nee? Doch, doch, doch. Ich hör's doch. Wo grunzt du? Uiuiuiui. Ich hab nicht die 500-Kilo-Portion bestellt. Boah. Mopsi, Mopsi, Mopsen. Ich hoffe, du hast auch nicht noch einen Bruder, die arme Mama. Was die sich rausgedrückt haben muss. Boah. Er ist 20 Jahre alt und lebt immer noch in meinem Mutterschiff. Uiuiui. Darf ich durch dein Kraftfeld stoßen? Es ist mein Begehr. Ja, verliere mal nicht die Birne. Kriegen wir schon. Und? Scar Generator. Das wird dann wohl mein Ziel sein hier. Ich glaube, wir nähern uns dem Endgame. Und hier kriegen wir jetzt endlich mal einen richtigen Scheinwerfer. Wie? Ja, spring du mal da rein. Ist das ungefährlich? Soll ich es auch mal... Ah! Arschloch! Arschloch! Du Arschloch vom Rektal-Doppelstein-Omikron-Persei-3! So. Manchmal muss man denen einfach mal sagen, wer die Pampers nach Hause bringt. Ich glaube, ich habe damit gerade eben nicht unbedingt mal eine Autorität untermauert. Super, wir haben einen Teleporter, die uns auf den oberen Donutring bringen. Da können wir da jetzt reinspringen? Müssen wir das kaputt machen? Wie geht das? Da sah ich eben ein großes Gesundheitspaket, aber noch haben wir ja genug. Wegen 19 Punkten sammle ich den doch nicht ein. Wer weiß, wie viele von den Ska hier noch kommen. Jetzt verdrückt sich die Sauere einfach hier durch. Guten Flug! So. Natürlich. Wie konnte ich auch nur annehmen, dass er sich was tut? Ich liebe die Musik. Der Generator hat einen Anus. Aber haben wir denn überhaupt was groß genuges, um es reinzustopfen? Ja, der kommt und geht. Ja. Pff. Bei Unreal gab's Telefraggen, oder? Das wäre cool, wenn das klappen würde, aber okay. Okay, da ist Ska-Lasagne. Nein! Nein, ich wollte doch den Amplifier haben. Funktioniert er auch mit der Waffe? Ich glaube nicht, ne? Er verliert keine Energie. Naja. Oh, beamt euch doch nicht einfach weg, ihr mit dem Kartoffelsack gepuderten Space-Leguane. Echt? Die hat mir so gern wie Durchfall. Okay, manche Menschen stehen vielleicht auf Sprühwurst. Ich weiß nicht, stehen Echsen auf Sprühwurst? Haben die sowas? Mann, ihr Jonas Brothers, kommt zurück. Nee, die Jonas Brothers waren 3, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, die würde ich auch nicht groß vermissen, wenn es sie nie gegeben hätte. Ja, ich bin mal wieder so erfrischend ehrlich. Nicht Telefrecken, aber komm mir nach. Ja, ach Mist. Das war fast die perfekte Vorlage und ich hab's vermeiert. Aber wenigstens hat der zweite Schuss Alter! Werdet ihr gerade irgendwie aus so einem Klonlabor rausgeschissen oder was?
Oder hat hier jemand zu viele Eier gelegt? Hä? Nein! Jetzt werde ich gleich richtig böse. Ja, und jetzt, okay, also jetzt müssen wir reinlaufen. Ist nicht, da ist auch kein Teleport. Ich frage mich nur langsam. Muss ich jetzt hier einfach genug Wellen überleben und passiert dann was? Oder mache ich hier gerade was falsch und müsste eigentlich irgendwo was kaputt schießen oder so? Oder einen Schalter finden mal wieder? Na. Okay, beim Anus hat sich nichts getan. Die haben hier zu viel Platz zum Ausweichen. Huch, aus Versehen rückwärts ins Portal rein. Der ist noch nicht tot, jetzt ist er tot. Ja, soll ich da vielleicht was reinschießen? Sah jetzt nicht so erfolgreich aus. Was bist denn du? Eine leidtrecke Space-Fledermaus, die ihre Abtreibung überlebt hat. Du wirst den Tag bereuen, an dem du in meinen... persönlichen Nahbereich gekommen bist, ja. Das war knapp. Ich glaube, hier wären die zielsuchenden Raketen wirklich hilfreicher. Aber ich will... Wenn ich mir die Zeit lasse zu zielen... Ich weiß nicht, das ist auch nicht so gut, was der da raushaut. Da komme ich nicht ran. Wow, Mama. Ich will mein Zäpfchen jetzt noch nicht nehmen. Boah. Jetzt versteckt er sich auch noch im Dunkel. Was bist du? Was zum Teufel bist du? Jetzt gib mir keine Antwort wie der Predator und babbel alles nach. Nein, nein, nein. Also der gute Junge ist auf jeden Fall gut gepanzert. Ich weiß nicht, ist das ein Flugscar oder was? Ja, da bist du blatt. Okay, war tatsächlich eine Ausdauerrunde, weil jetzt hat sich da gerade eben so ein Fahrstuhl runtergefahren. Aber ich will erstmal gucken, hier gibt es doch bestimmt noch einige Goodies, die ich mitnehmen kann, die mir dann spätere, Kämpfe leichter machen. Mir war das Wort entfallen. Ja, die haben mir jetzt gar nicht viel Schaden gemacht hier. Waren eigentlich voll die Weicheier. Na, ich hatte halt auch genug Platz zum Ausweichen, genauso wie die. Ja. Amplifier 9. Ja, stimmt, wir hatten ihn ja angebraucht. Schauen wir mal. Da oben geht's nicht weiter. Ach doch, hier ist was. Zerstören? Ich speichere mal. Ja. Was für ein schlauer Fahrstuhl. Ich befürchte... Genau das befürchte ich! Scheiße! Weg hier! Bin ich hier... Ja! Haben wir's? Krater. Fesch. Soll ich da rein, weil das bitzelt so? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ganze Schiff hat jetzt ein bisschen ein Problem. Gibt es hier irgendwo vielleicht eine... Wow. Eine Öffnung, durch die ich mich rausquetschen kann. Ich mag so Lichteffekte. Puh. Ja, und ich glaube, das war dann auch so das Beste, wie man das jetzt in der Unreal Engine in der ersten darstellen konnte. Aber schon ziemlich geil. Die Oh nö, wer hat die denn hier reingelassen? Ach, macht der Hakan wieder Pause. Alter, bei denen siehst du doch, das ist eine Gesichtseins. Also sowas lässt du doch nicht rein. Natürlich eine Gesichtseins von der Skala 1 bis 10 und 10 wäre das Beste. Was sehe ich da? Schildgenerator, also Schildgürtel. Muni. Ist mir Hurfader, scheißen Dreck. Jetzt hat er ein Tarnfeld, die Sau. Okay, er leuchtet aber blau, das verrät ihn irgendwie. Vor allem, wenn es hier so dunkel ist. Ja, komm zurück. Aber bitte nicht zu nah. Nicht zu nah. Na also. Oh, da fällt mir was ein. Da waren ja vorhin die Eingesperrten im Schiff. Sind die jetzt vielleicht auch frei?
Da, wo ich nach dem Schalter gesucht hatte, um die freizulassen. Jetzt könnten die alle hier durchs Schiff rennen. Nein. Wo? Ach, da. Ich hasse diese kleinen Mistviecher. Isst es klein und hat es viele Beine, verfüttere es lieber an die Schweine. Das Blöde ist, wir haben keine Schweine dabei. Okay, ja, ich erinnere mich an diese Stelle. Ich höre Max, genau. Tja, im Schützenverein war er nicht gern gesehen. Wirklich auf die Entfernung daneben zu schießen, mit mehreren Schuss. Ach, da hinten krabbelt auch schon wieder so ein Viech rum. Viech. Ich hab's heute mit den komischen Worten. Nein! Man kann ihnen nicht mal mehr ausweichen. Ach, weißt du was? Geh zu Aldi und kauf ein! Uiui. Du hörst dich so ein bisschen an nach kaputtem Lautsprecher. Och nö, schon wieder so ein Schutzschild. Dafür haben wir doch keine Zeit. Alter, wegen dir erscheint die nächste Folge Rissen später. Mist. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht nochmal laden soll, weil ich so viel Schutzschild und Rüstung verloren habe. Auf der anderen Seite, die Gesundheit sieht halt noch gut aus. Nanu? Wo bist du? Du kleiner Arachnid. Ah! Wolltest dich auf meinen Kopf fallen lassen, hä? Wie so eine kleine Headcrab. I got a big bag of crabs here. I am gonna put them in my mouth. Oh yeah. Wer kennt's? That's how I would sound with a mouth full of crabs. Zum Glück Krabben, keine Scheiße, also Crabs. Also den blauen hatten wir, jetzt haben wir noch den grünen. Was ist der Unterschied? Haben die unterschiedliche Schilde wegen ihres Ranges oder was? Nicht so nah, Großer, nicht so nah. Obwohl, wenn er so bleibt, der schießt ja immer im Winkel daneben und ich konnte die volle Ladung Stinger reinhauen. Ach, das war mal, jetzt geht's nicht mehr. War das ein Brüderzwist oder was? Padums? Na, Stinger ist besser als nix. Ich sag nichts mehr, ich starre einfach nur noch in blankem Entsetzen auf die Viecher. Mann, wer hat die denn jetzt alle rausgelassen?